Oh, was seid ihr denn erschöpft? Ich habe doch die ganze Arbeit gemacht. Scratch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns angelegt. Er konnte mir beinahe den Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Klar. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Das haben wir im ersten Teil schon vermutet. Nicht wahr? Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt mitgebracht, ohne es zu sagen, und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Scratch zu glauben ebenfalls. Aber es ist noch Zeit. Ich muss noch mehr verstehen. Das stimmt. Wir sollten langsam so. Die tun, guckt ganz schön freaky, die Esteves. Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten. Alles streng geheim. Gute Neuigkeiten. Betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay. Befördert. Danke. Sehr gut. Da siehst du. Muss ich mal ein bisschen reinhängen, ein bisschen Mühe geben. Oder wird man auch ruckzuck befördert. So. Gedächtnisverlust, eine Revolution im Gehirn, UFO-Mythos und Realität Teil 3, Betrüger und Unwahrheiten, UFO-Mythos bla Teil 2 und Teil 1. Jetzt, ja, ein Grinsel. Bla bla, bla, bla. Bla, bla, keine ganzen Fische in die Mikrowelle. Sieht bestimmt lustig aus, wenn die... Naja. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden. So, was haben wir hier noch? Eine Knarre? Nein! Oh, hätte ich doch lesen müssen. Forschungsanrichtung, bla bla. Ne, hier nicht. Aber wir können mal ganz kurz profilen und dann ans Falafel gehen. Also die Falltafel. Tat so, als wäre er Wake. Manipuliert mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Ich find's geil gemacht, das Spiel. Kannst du nicht meckern. Da sieht er wieder aus wie der Jake Gyllenhaal. Oder? Ich dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In ja, stimmt. Meine Freunde treffen ihn, bin ich. War das die ganze Zeit, Scratch? Ich bin immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Und wir spielen nur noch mit dem. Heidenei. Zack. So.
Hier. Falafel. Da haben wir doch was. Bright Falls. Das ist hier. Bright Falls ist hier. So. Was geht hier noch? Der Kult des Baumes. FPC-Akte, die die Kultaktivitäten mit Wake verknüpft. Mhm. Kommt bestimmt hier hin. So. Dreiecksgraffiti in der Stadt. Ja. Hier. Okay. Bilder des Kults wirken beinahe wie eine Werbung, wie Marketing. Dahin. Keine Fanatiker, keine Anzeichen von Indoktrination, chaotische Gruppe, enthusiastischer Soziopathen. Maybe. Maybe, baby. So. Wake und der Klicker. Ja. So einfach geht's. Das ist ein cooles Bild. Wäre ein geiler Thumbnail. Hm. So, Wake sitzt im dunklen Ort fest. Wake sitzt im dunklen Ort fest. Mhm. Er wollte mich erreichen, in den Übergängen mit mir kommunizieren. Das denke ich nämlich auch. Casey, das Ding, das Casey angriff, hatte Wakes Gesicht. Wake existierte nie. Es war die ganze Zeit Scratch. Voila. Sorry. Wake kontaktierte mich aus dem dunklen Ort. Scratch wollte dasselbe wie Wake, den Klicker. Weil wir so nicht Wake retten. Retten. War eine kleine FireEye. Dann... Hier. Okay, weitere Fälle. Das FPC brachte starke Lichtfelder, um die Besessenen bändigen. Da fehlt ein Zu. Ja, genau. Da hier Licht und das Dunkel. Das Dunkel ist durch helles Licht verwundbar. Zumindest das. Das wusste ich vorher auch schon. Deswegen mache ich das Licht an, wenn ich nachts auf Toilette muss. So. Naja, wenn ihr was seht, machen wir weiter. So, hier. Ich kann auch den großen Bildschirm nehmen. Ich muss ja nicht auf den kleinen OBS-Bildschirm gucken. So. Reim vom Kai von Bright Falls. Wer ist Kai? Da. Ja, ne, Maverick, das klingt fast so. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer die gleiche Uhrzeit ist, wo dieses Problem auftritt, diese Abstürze. Muss man mal drauf achten, also immer so Viertel vor neun ungefähr scheint das Problem zu sein. Hm. Ich muss nachher mal gucken, vielleicht kann ich da was in der Fritzbox sehen, in der Logdatei. Ob es da Schwierigkeiten gibt. Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie... Weil dann brauche ich mich hier auch nicht verrückt machen, wie blöd, wenn es am Internet liegt. Und dann muss ich halt mit dem Provider sprechen. Ja, Router könnte man mal neu starten, ne? Da läuft es auch schon seit dem letzten Neustart. Zurückkehrten, dachte ich.
Halbes Sie Jahr. Die perfekte Partnerin, wenn Sie bereit wären. Dort könnte man mal drüber nachdenken, ja. Okay. Das reicht. Nee, also die macht kein Restart ohne. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Ohne dass ich das bestätige. Das habe ich extra so eingestellt. Logan ist am Leben. Und der Neustart dauert auch viel, viel länger. Wir so 7-8 Minuten ungefähr. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Nee, meine nicht. Habe ich alles nicht ausgemacht. Alles glauben. Der macht nichts ohne mein Einverständnis. Volle Kontrolle. Dass uns die Geschichte volle Kontrolle. Keine falsche Hoffnung macht. Ich kann sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Na, ich guck mal, ob ich da was sehe. Weil das war jetzt wirklich eben sehr komisch, ne? Also das, als ich angefangen habe, in den Chat zu schreiben, da hatte ich OBS schon wieder gestartet, das Bild war eingefroren. Da ging gar nichts. Genauso wie es halt ist, wenn hier dann gerade abstürzt. Aber der Chat hat immer noch funktioniert. Im OBS. Also ist das kein OBS-Absturz, sondern was anderes. Und das könnte dann vielleicht die Verbindung sein, ja. Naja, okay. Wir kommen der Sache schon näher. So. Ja, klar. Aber ich dachte ja, das OBS abstürzt jedes Mal. Und wenn es abstürzt, geht da gar nichts mehr. Aber wenn nur das Bild einfriert, also quasi die Übertragung unterbrochen wird, dann können wir uns schon mal sicher sein, dass es kein Absturz ist von OBS, sondern nur Verbindungsprobleme. Der Sport sagt mir jetzt auch, Verbindung hervorragend, Bitrate, bla bla bla, Zuschauerzahl und so weiter. Aber Bild habe ich da keins. Immer noch das Gleiche. So, ne, damit kommen wir auch. Ah, guck mal, hier liegt noch was. Nicht ver. Oh, fuck, Alter. Rätsel. Da, nimm mal den Zettel. Also. A ist 1, B ist 2, C ist 3 und so weiter. Dann ist I 9, J 0 und bei K fängt es wieder von vorne an. Okay. Was möchte uns dieser Hinweis denn sagen? Gehen wir nochmal an den Rechner, gucken wir mal, ob da noch irgendwas steht. Ich verstehe ja, dass man die festgenommen hinter Schloss und Riegel bringen muss, aber wer zum Teufel ist dieser paranoide Spinner? Hirschfest. Aha. Aber hier ist doch nichts dabei. Der Computer an der Empfangstheke und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder... Ja, genau. Von erinnert sich, bla. Mulligan schuldet mit $20. Naja, also hier ist kein Hinweis. Was willst du noch? Ja. Da steht ja aber nichts, ne? 911. Weil das ist schon eine fette Schrotflinte, muss ich gestehen. Da kann man auch auf Entfernung schießen, nicht so wie mit der abgesägten. Bla bla. Bla bla. Und hier. Bla bla.
Ja, ist ja toll, dass die Buchstaben sich so in Zahlen ändern, aber was soll das denn für ein Hinweis sein? Die Geschichte verändert die Realität. Deshalb ist meine Tochter hier gestorben, obwohl sie eigentlich zu Hause in Virginia hätte sein sollen. Scheiße. Wissen Sie, ob das... AWEs sind lokale Realitätsverzerrungen. Der Bereich außerhalb der Stadt ist nicht davon betroffen. Manchmal dehnen sie sich aus, manchmal verpuffen sie. Wenn wir Letzteres garantieren, geht es deinem Kind vielleicht gut. Vielleicht. Vielleicht steht der Code an der Wand. Welche Wand? Und alle Uhren wieder auf 10 nach 10. Took the last cup of coffee. Brew a fresh pot. Ja, ja, ich will einen Tipp. Ich will einen Tipp. Has your loved one gone missing? Schieß los, schieß los. Don't be an easy target. Stay alert in public. Or you're gonna die. Ja, ich habe mir das schon gedacht mit den Büchern, aber da, das raff ich nicht. Guck mal, wir haben hier Teil 1, 2, 3 von den UFO-Dingern. Revolution im Gehirn und Gedächtnisverlust. Oh, meinst du W, B, Q? Oh, fuck. Okay. W, B, Q. Also. K, L, M, N, O, P, Q. S-T-U-V-W, das ist eine 2, 2, 2, 2, 7, meinst du? Ja, Mann, so bin ich. Kleine Finger und so weiter. 2, 2, 7 habe ich jetzt mal gedacht. Das ist falsch. Vielleicht. Warte, so war doch die Reihenfolge, ne? Nee. Dann machen wir wieder so. So, auch nicht. Und jetzt wird's doof. War falsch. Fuck. Was können wir denn noch so tun? Ich meine, T und E von dem Dingens. Vielleicht aber auch nicht. W, B, Q. Aha, aha. Ich nehme auch mehr Tipps. Dass wir nicht so viel Zeit verschwinden mit meinem kleinen Hirn. 721. 1. Bist du sicher? Ja, wahrscheinlich. Aber warum? Nee. Dö-dö-m. Okay, dann probieren wir es anders. 1, 7, 2. 2, 7, 1.
712. Haha. Ja, die 0 hatte ich mitgezählt, bevor ich... Ach so. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Das habe ich jetzt nicht bei allen gemacht. Nein. Du veräppelst mich. Oh, das lass mich nicht nochmal zählen. Gib mir die Zahl. Pass auf. Das wäre dann die 1. Nee, tut er aber nicht. Das ist definitiv die 2. B ist 2. So, und er geht. J ist 0. K. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. Nein. Ich komme immer auf dieselben Zahlen. 2, 2, 7. Warte. Ich google das jetzt selber. Warte. Alan Wake 2. Bulli. Was schreibe ich denn da für Buchstaben? Zwei Wache Code 146. Was? Da komme ich jetzt gar nicht mit klar. Stimmt doch nicht. Gibt's noch eine? Ach so, nee, das ist schon der nächste. Ah, hier ist eine Liste. So. Computer, Schlüsselcodes für Waffen. So. Warenhaus. Armbrust. 723. Okay. Warum? Dann hat der beim zweiten Durchlauf der Zahlen keine 0 genommen, sondern eine 1. Junge, Junge, Junge. Sheriff Breaker würde mir das ganz bestimmt gern leihen. Wie kann man das so kompliziert machen? So. 739. Ne. So. Hier, schnell. Auswahl. Auch auf die 2 bitte. Selbe Munition, oder? Bestimmt. Zeig mal. Zeig mal das Dingen. Achso, das macht er hier drin nicht. Na gut. Dann gehen wir mal in die Zelle rein. Mit den Akten. Und die Musik wird lauter. Oh, oh. So. Looky, looky. Der Kult hat Wake nicht getraut. Oder ist es Scratch? Oder Itchy. Wake ist nicht die erste Person, für die sich das Dunkel ausgegeben hat. Okay. Ab zum Falafel. Falafel. So, Wake und die Klicker. Das Dunkel nahm die Gestalt von Barbara Jagger an. Das ist die Frau von Mick Jagger. Scratch oder Wake? Okay. Ich muss wissen, welchen Informationen ich glauben kann. Wake vertrauen. So, Fact versus Fiction. David. David und ich machen Pause und ich bin mit Logan nach Watery gezogen.
nicht? Ah, hier. Watery. Ich habe sowas nie gemacht. Es ist wie eine schlechte Seifenoper meines Lebens. Haben wir die nicht alle schon hinter uns? Geschichte. So, jetzt lernen wir noch was. Das Dunkel nähert sich an Künstlern und deren Kunstwerken. Oh, ich kann es nicht lesen. Was steht da? Ich weiß es nicht. Das Dunkel. The Darkness. So, das ist alles für später. Okay, dann. Tor. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf, muss er wieder ein Buch zu Ende schreiben? Erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake. Ah, so läuft das. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. War wahr? Er hatte nicht gelogen. War wahr. Klingt so genauso wie, wie war das? Wenn ich sehe, brauche ich kein mehr. Okay. Oh. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Mhm. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Deine Mutter ist ein Para-Utilitarier. Oder wie das heißt. ne, hier nicht. Phalakten. So. FBC-Akte über den Klicker und seine paranatürlichen Eigenschaften. Hier. Der Klicker verstärkt jede Veränderung der Realität durch ein Kunstwerk. Und macht sie dauerhaft. Oha. Fallen mir merkwürdige Bilder ein. Der Schrei. Zum Beispiel. So, über Cauldron Lake, Schwelle in eine andere Realität. Da. Sagt sie. Sonst war da aber nichts mehr, ne? Okay. Dann hier. So. Ja. Entschuldigung. Ganz schön fies, die Dame. Jo, dann sind wir hier durch. Und können. Gucken wir mal, ob sich Esteves mit Klicker auskennt. Na? Die ganze Sache ist ein Albtraum. Ein Alftraum. Ich darf nicht zulassen, dass meine Familie zerrissen wird. Es ist nicht einfach, eine Familie in diesem Beruf zu haben. Die Nachtschichten, das Reisen und alternative, existenzbedrohende Realitäten. Meine Ex-Frau konnte das nicht ertragen. Kieran, sie sind ohne sie besser dran. Verstehe. Ich bin das jedenfalls. Muss ja irgendwo das eingebaut Crunch werden im Spiel. Der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Okay. Dann hängen wir das auch mal dahin. Das FBC hat den Klicker als paranatürlichen Gegenstand identifiziert. Er soll über Macht verfügen. Der Klicker kann das wieder gut machen. Aber ich kann ihn ohne Wake nicht benutzen. Vielleicht kann Tor mir helfen. Hm.
Vielleicht. Wake ist immer noch am dunklen Ort. Wir leben und atmen Rock'n'Roll. Von kreischenden Mengen bis hin zu melodischen Klängen. Der Klicker kann auch andere Kunstwerke verstärken, nicht nur Toms Texte. Hauptsache, sie stecken voller Leidenschaft. Die dunkle Macht des Sees wird sie in die Realität eindringen lassen. Aber solange der Nutzer des Klickers an die Kunst glaubt, wird sie mit einem Knopfdruck wahr. Ich kann den Klicker ohne Wake benutzen. Nur Wake kann die Horrorgeschichte ändern. Mhm. Aber ich kann mit dem Klicker etwas anderes ändern. Wie Wake aus dem dunklen Ort zu holen. Das klingt interessant. Muss ich jetzt wieder an die Falltafel? Ans Falafel? So. Zack. Ich werde die Realität mit dem Klicker ändern und Wake zurück zum Cauldron Lake bringen. Das klingt freaky. Das richtige Kunstwerk, aber das wird kein Problem. Ja, was nehmen wir da? Das Abendmahl. So ein schönes Kunstwerk. Und da könnt ihr bei Tisch mal drüber sprechen, ne? Muss es nur den anderen sagen und alles in Ordnung bringen. Ein für alle Mal. Also brauchen wir Wake, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Das hat sich nicht geändert. Die Sache sieht so aus. Wake sitzt noch im dunklen Ort unter dem See fest. Mit dem Klicker können wir ihn befreien. Oh, gleich ist die Batterie leer. Ein Kunstwerk. Das etwas schlecht. Anderes als seine Geschichte, das ihn hierher bringt. Ich kümmere mich nicht um den Papier. Warum habe ich da eigentlich kein Kabel dafür? Hier oben, oder? Passt das? Nein. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir erst einmal damit anfangen, gibt es kein Zurück mehr. Doch, ich habe ein Kabel dafür. Ah, am Stream Deck übrigens. Oh, hier. Ab hier beginnt das Finale des Spiels. Wenn du zum Cauldron Lake reisen möchtest, musst du zuerst dein Spiel speichern. Die Erkundung und Reise zu anderen Gebieten sind beschränkt, wenn du dich entscheidest, fortzufahren. Okay. So, mal kurz speichern. Und dann müssen wir jetzt mal einen Ort suchen, wo wir wieder in die... Was steht da denn? Behälter. Warte mal. Wir müssen einen Ort suchen, wo wir... Was soll denn hier in... Wer hat das gesagt? Was soll denn hier relevant sein? So, was ist mit dir? Upsala. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jakob war so herzensgut. Wo können wir jetzt zu Ellen wechseln? Egal, wie dämlich meine Ideen auch waren, hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nicht. Ah, Batterie leer. Scheiße. Es ist meine Schuld. Ja, ist ja eh schon spät. So. Ich weiß, dass ich sag ihm jetzt alles. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee. Ich hol mal ein Kabel. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ihr erschafft keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Im Hotel. Hier in Bright Falls. Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen, tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung. Nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Before you go, go. So. Ich kann das mal kurz laden.
Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer von... Ah, ich weiß, wo du meinst. Grotte. Stimmt, da, wo mein Auto geparkt ist. Es war genial. Der Name, also da gehen wir hin. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer 1. Angst sorgt für große Motivation. So ist es. Gehen wir mal kurz profilen. Da die Kosalas. Alge. Der Kult tötet Besessene. Ist das die Wahrheit? Hirschmasken in großen Mengen. Da treibt jemand. Ein Besessener am Ufer. Ruf die Gang, Jako. Wir gehen auf die Jagd. Kult des Baumes. Für Sicherheit in der Stadt seit 2013. Elmo sagt die Wahrheit über den Kult. Aha. Wirklich gegen Besessene. Wir sind das ist ja gut. Ach so, ja klar, da wo der Gedankenraum ist. Da ist doch der Nebenraum. Wenn der Kult Besessene tötet, warum wurde dann noch Stimmt. zu einem? Privatparty nur auf Einladung. Falsche Zeit, falscher Ort. Zeit zu gehen, Jakob. Halb erledigt heißt gar nicht erledigt. Nightingale wurde so ist es. Weil die Bookers das Ritual unterbrochen haben. Okay. Da haben wir auch wieder was. Der Klicker kann von jedem verwendet werden, solange der Nutzer an die Macht der Botschaft des Kunstwerks glaubt. Okay. Ich werde die Realität mit dem Klicker ändern und Rick zurück zum Cauldron Lake bringen. Ich brauche das richtige Kunstwerk, aber das wird kein Problem. Ja, oder wird sich eins finden. So, Ilmo. Nightingale war bereits gefangen. Das Ritual des Kults hätte ihn aufgehalten, aber es wurde unterbrochen. Okay. Okay. Er hat noch nie von Scratch gehört. Nein. Boah, hab ich keine Ahnung. Wo könnte das denn hingehören? Ach, da. Ich soll besessen und glaubte, er sei der Grund dafür. Machen wir einfach mal. Ja, Entschuldigung. So. Hier? Nee. Da. Ha! Ich bin ja kein kleiner Dummer. So, der Kult des Baumes hat es auf Menschen abgesehen, die bereits von dem Dunkel verdorben sind. Sie wollten die Gemeinde beschützen. Da? Nee. Hätte sein können, ist es aber nicht. Einfach mal da. Ah. Okay. Das Ritual sollte Besessene vernichten, nicht sie erschaffen. Okay, gut. Jetzt weiß ich's. Muss es nur den anderen sagen und alles in Ordnung bringen. Ein für alle Mal. Genau. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, Ilmo. Aber jemand muss währenddessen die Stadt beschützen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay. Ich trommle alles zusammen. Wir werden nicht noch mehr Leute wegen diesen verdammten Monstern verlieren. Wir werden meinen Bruder stolz machen. Vielen Dank, Ilmo. Das war vielleicht ganz wichtig, den noch anzuquatschen, bevor man da überhaupt weitermacht, um Unterstützung zu kriegen. Das erzähle ich denen jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal... Was ist mit euch? Demo?
Wir gehen jetzt erstmal in die andere Realität. Zu Alan. Und machen den mal fertig. Bevor wir ins Endgame gehen. Dö-dö-dö-düm. Aber sie war doch jetzt hier Kapitel 5. Das passt doch gar nicht. Hä? Wo war denn da die Tür? Was war das? Oh. Eine Seite. Ist die hier? Nee, sah eben so aus. Okay. Aber liegt dann hier. Leer. Hier ist nichts. Da sind wir doch. Ich glaube, du hast recht. Rein da. Dann hier. Im Hinterzimmer. Ist der Gedankenraum. Und hier. Hat sich was getan da? Nö. Tadam. Hä? War ich da? Schon. Das kommt mir jetzt gerade sehr unbekannt vor. Lass mal eben gucken. Ah ja, da ging es dann raus. Ja, sicher. Na du? Ja. I remember. Hier. Wir kamen nur von der anderen Seite. Deswegen sah das so aus. Okay. Realität wechseln. Dödüm. Kann man den benutzen, während er lädt? Nein! Verdammt!